Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid, auch ein geiles Wochenende und so weiter. Der neue Champ ist ja schon angeteasert worden, hat der ein oder andere schon gesehen. Und jetzt sind auch ihre Spells da. Das heißt, Qiyana heißt der Champion, ist vermutlich ein AD-Assassine, so wird gemunkelt. Wir werden uns diesen Champion anschauen und gerade unter Avatar-Fans, ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Avatar-Fan, das heißt, wenn hier irgendwelche Anspielungen sind, die gehen komplett an mir vorbei. Aber Avatar scheint hier ein sehr großes Thema zu sein, denn sie ist die Meisterin der Elemente, Qiyana. Ich muss immer an Qiyanoa denken. Ich erkläre euch ihre Spells. Leider ist es nicht mehr die alte, schöne Riot-Seite, die wir hatten, sondern einfach nur Videos. Und zwar fangen wir an mit ihrer Passive. Ihre Passive ist, sie schlägt Gegner und macht Bonus-Damage an denen. Ja, ihr seht, und das ganze Ding hat relativ viel Cooldown. Ihr seht, dieser Rahmen hier ist der Cooldown. Das sind vermutlich so, ich gehe mal so von 20 Sekunden aus, vielleicht 25. Das scaled wahrscheinlich mit dem Level, wird mit der Zeit weniger. Allerdings, wenn sie ihr Element wechselt, ja, das kann ich schon mal sagen, dann wird der Cooldown resettet. Das heißt, du könntest diese Passive auslösen, Bonus-Damage, Element wechseln und wieder auslösen. Ja, das ist ganz cool eigentlich. Also, ja. Naja, ich meine, Passive sind ja, naja, was will man schon bei Passives machen? So, gehen wir weiter und zwar zur Q. Ihre Q ist ein Skillshot und mit diesem, ja, den wirft sie erstmal oder sie schlägt. Das heißt, sie hat hier mehrere verschiedene Möglichkeiten. Entweder sie schlägt ganz normal, wie ihr es hier gesehen habt, dann macht es einfach Schaden. Oder sie hat ein Element. Und hier gibt es drei. Zum einen Erde. Ja, ich dachte erst, das wäre Feuer. Zum einen Erde, Wasser und Busch. Ja, Busch. Das Element Busch. Das heißt, wenn sie jetzt als erstes macht, sie, glaube ich, Erde. Erde macht Bonus-Damage, wenn der Gegner wenig AP hat. Execute-Damage. Das hier ist Erde. Bam. Ne? Der zweite Spell ist Wasser. Wasser rootet den Gegner. Bam. Also ist eigentlich Eis, aber es ist Wasser. Ne? Und drittens, Busch hinterlässt ein Buschpfad, ja, gerade für alle Pfadfinder sehr, sehr gut. In dem seid ihr freaking schneller und unsichtbar. Ihr seid einfach unsichtbar. Na, sie ist jetzt freaking unsichtbar. Super cool. Super, super cool. Ne? Na, einmal im Schnelldurchlauf. Q. Einfach Damage. Element. Bam. Mehr Damage. Geroutet. Ja. Na, das ist okay. Dann geht's weiter zu ihrer W. Ihre W, sie nimmt ein Element an. Und hier ist eine sehr, sehr schöne Mechanik eingebaut. Viele beschweren sich ja immer, ja, hey, die lassen sich gar nichts Neues einfallen. Dies, das, Ananas, ne? Hier, sie, wie wählt sie denn ihr Element aus? Indem sie es einfach anklickt. Ja, also, das Ding ist, sie hat einen kleinen Dash, wie ihr sehen könnt. Sie springt. Und da, wo sie hinklickt, nimmt sie das Element an. Das heißt, das hier ist zum Beispiel Erde. Das hier ist Wasser. Und das hier ist Busch. Ne? Sie klickt jetzt auf die Wand, das heißt, oder sie klickt aufs Wasser, okay. Sie ist jetzt Wasser. Element Wasser. Sieht man auch ganz gut. Element Erde, einfach, ach, Boden ist auch Erde. Nicht Wand, sondern auch Boden einfach. Und hier Busch. Ne? Ganz cool. Man sieht auch, ne, sie springt relativ langsam, würde ich sagen. Also es geht. Es ist, dafür, dass sie eventuell ein Assassine ist, ist es geht. Ihre E. Ach so, zu ihrer W müssen wir noch dazu sagen. Während sie in der Nähe dieses Elements ist, da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, bekommt sie Bonus Damage, Bonus Attack Speed und, wenn ich mich nicht ganz täusche, auch Bonus Movement Speed, ja. Und das Ding ist jetzt hier, klar, wenn du in der Nähe vom Busch bist, wahrscheinlich musst du nicht nur im Busch sein, sondern in der Nähe, wäre halt auch cool, wenn dann die Waffe leuchtet. Kann ja sein, dass sie nur leuchtet, wenn sie in der Nähe des Elements ist. Na, kann man jetzt schlecht sagen. Aber die Frage ist halt, wie ist das mit Erde? Ne? Erde scheint ja, kann man sich ja scheinbar aus dem Boden holen. Das heißt, immer wenn man auf dem Boden ist, kriegt man Bonus-Damage oder wird es dann wirklich vielleicht nur so gewertet, dass man, wenn man in der Nähe von der Wand ist, weil es heißt eigentlich Wall. Ja, auf der Seite steht Wall. Wall, Brush and Water. Deswegen ist die Frage, weil dann wäre es halt das stärkste Element vermutlich, aber muss man halt mal sehen, ne? Und eine große Frage, die auch ebenfalls hier aufkommt, ist, wenn ich jetzt Erde nehme und in den Busch gehe, also, ist dann mein Bonus-Damage weg? Weil ich wäre ja hier zum Beispiel zumindest immer noch an der Wand dann, ne? Aber wenn jetzt hier einfach nur ein Busch in der Mitte ist, wäre das dann weg, ne? Da muss man, das wissen wir alles noch nicht, das müssen wir rausfinden, freue mich aber schon. Ihre E. Ihre E, weiß ich gerade, achso, ist der Dash, ne? Sie dasht. Sie dasht, bam. Das ist einfach nur ein Dash. Ist ganz cool, ist ganz nett. Als Assassine ist das nie schlecht zu dashen, ne? Es ist ein Dash, bam. Macht auch, wenn ich das sehe, direkt die Passive drauf, ne? Dash, zack. Sofort die Passive, das heißt, wir sehen hier den Ring. Könnte also sein, dass er On-Hit-Effekte drauf macht. Das heißt, wenn ihr Lich Bane kauft, was wahrscheinlich keinen Sinn macht, weil ich denke, es wird ein AD-Assassin, aber Trinity zum Beispiel oder keine Ahnung, was man halt so für On-Hit-Effekte auf Assassinen baut. Drag-Tablet. Welcome, welcome. Ja, Drag-Tablet zum Beispiel. Ne? Springt relativ weit,
Ach so, wichtig hierbei ist, sie springt immer eine feste Distanz. Ja, das heißt, sie springt immer dieses Stück hier. Na, sie kann nicht weniger und auch nicht mehr. Dieser Kreis ist, glaube ich, lediglich dafür da, dass sie halt hier rauskommt. Der Dash geht bis hier und dann springt sie halt hinter das Ziel. Zack, ne? Ja, ganz cool. Ihr Ultimate. Seht ihr, sieht aus wie das Google Chrome-Dings, oder nicht? Sieht das nicht so ein bisschen aus? Ja, auf jeden Fall ist das... Ja, die Google Chrome Ultimate. Es ist einfach das Google Chrome Logo, ich schwör. Ja, das Ding ist, es ist eine Schockwelle. Und diese Schockwelle kann sie werfen, ist ein Skillshot, macht Schaden. Na, ihr seht, Wind. Ist das so? Wand, beziehungsweise Erde, Wasser und Busch ergeben das Wind? Keine Ahnung. Na, aber es ist ja der Avatar anscheinend. Das heißt, hier kommt eine Wind-Schockwelle, macht Schaden. Macht keinen Schaden. Okay, also... Macht überhaupt keinen Schaden, knockt aber den Gegner wahrscheinlich mehrere Gegner zurück. Macht aber überhaupt keinen Schaden offensichtlich. Und jetzt kommt aber der Clou, wenn ihr dieses Ding durch verschiedene Elemente durchballert, dann explodieren die. Dadurch kommt der Schaden. Ich dachte, die normale macht auch Schaden und durch Elemente mehr. Das heißt, hier, ich spoilere schon mal, haben wir Wasser. Busch, Wasser. Das heißt, die ballert das durch. Und der Gegner war sogar noch gerootet. Gucken wir uns nochmal das kurz vorher an. Ne? Was man hierzu sagen muss, ist, dass wir machen das mal kurz und langsam. Sorry, wir sind Analysator, das muss take your time. Das heißt, erst kommt die Schockwelle und jetzt kommt die Explosion. Ist eigentlich komplett dumm. Also ich möchte jetzt erstmal auf Dummigkeit. Das heißt, guck, also vielleicht verstehe ich das auch gerade falsch. Ich versuche zu analysieren. Ihr knockt den Gegner, das ist so, ihr sagt, hey, ich werde eine Atombombe auf Russland werfen. Und dann sagt ihr aber, hey, geht alle aus Russland raus. So, ich meine, was macht das für einen Sinn? Ihr knockt den Gegner weg, er ist weg. Und er ist ja nicht gestunt oder so, er ist nur genockback. Das heißt, wenn sie nicht komplett dumm in ihrem Gehirn wäre, würde sie jetzt einfach nach rechts laufen. Ja, dann wird die Schockwelle sie auch nicht treffen, weil die kommt ja jetzt erst. Macht super viel Schaden anscheinend. Also das sind ja, glaube ich, immer ohne Items und so. Das ist schon ordentlich hier. Na, ein Balken sind immer 100 AP. Das waren so, keine Ahnung, 400, 500 ohne Items, keine Ahnung. Macht, glaube ich, ordentlich Damage. Aber die Frage ist auch, das kann man jetzt halt alles leider nicht sagen. Macht es hier überall Schaden? Weil so gehe ich davon aus, es macht hier Schaden, es macht hier Schaden, es macht hier Schaden. Oder lädt sich das vielleicht sogar auf? Das heißt, es saugt das auf und kommt damit böllerter Kraft in den Gegner hier rein. Er ist auf jeden Fall gestunt. Nicht nur geroutet, sondern gestunt, eingefroren. Das kommt wahrscheinlich durchs Wasserelement. Aber ich sehe hier kein Buschelement. Also ist es, glaube ich, nur von, weil sie im Wasserelement. Weiß ich nicht. Viele Fragen, keine Antworten. Was jetzt aber weiterkommt, ist ihre Interaktion mit Erde. Die ist nämlich hier very insane. Bumm! Das heißt... Hier wird Erde nicht gezählt, also einfach Erde, sondern wirklich Wall. Ne? Du musst an die Wand treffen. Und sobald du die Wand triffst, explodiert einfach die komplette Wand. Wahrscheinlich bis zum nächsten. Rein ist jetzt die Frage. Rein theoretisch ist ja die Wand komplett drumrum, oder? Oder hört die Wand am Fountain auf? Weil sonst geht sie halt einmal komplett um die Map. Böllerst es irgendwo in eine Wand und machst oben einen Kill. Das wäre natürlich super lustig. Ja, ist natürlich interessant, muss man definitiv sagen, weil man kann auch sagen, man böllert das hier gegen die Wand und dann geht das hier einmal rum, ne? Es gibt bestimmt einige Wände, die wirklich richtig, richtig, richtig interessant sind. Zum Beispiel auch in der Mitte, bei Midlight Tower, der erste. Du haust das von der anderen Seite an die Wand und dann geht der zum Midlight Tower rüber. Wenn da gerade einer getowerdived wird und sich versucht da zu verstecken in der zwischen Tower und Wand. Könnte interessant werden. Hier sehen wir auch, der Gegner wird wieder gestunt. Also gehe ich mal davon aus, dass es auch der Brush, die Brush Ultimate stunnen würde. Vielleicht finden wir einige Antworten im Video. Denn es gibt ein Video. Ja, Kiana, sie ist so eine Amazon-like Champion. Ich halte mal meine Fresse. And that person is yeah. There will always be someone who is better. And that person is me. Grant this place the privilege of being conquered by me. How proud you are of your abilities. Like an ape who just found a stick. Ich würde sagen, wir gucken das erstmal an und dann analysieren wir. That chill in the air, eat me. They'll never see me coming. What a shame.
Oh, das ist ja übel krass. Und jetzt. What? Line them up. I will bend their knees. Okay, das, also ich hatte nur den ersten Teil gesehen. Grundsätzlich, was uns auffällt, ist, sie läuft halt richtig lustig, weil sie einfach diesen fucking Ring um sich drum hat. Das finde ich halt schon irgendwie, ja, irgendwie lustig. Ich meine, das Ding muss halt auch Arsch viel wiegen. Gibt es nicht so eine Sportart mit diesem Hula Hoop oder so? Was und wir analysieren. Ja, weil ich bin natürlich Eagle Eye, mir fallen direkt Dinge auf. Sie macht ihre Q als erstes. Ist die Q die Erde, macht also ein bisschen Damage, wenn man mal die Musik aus hier. Es ist die Erde Q, macht also Damage. Ezreal geht drüber und sie springt mit ihrer E hinterher. Ja, also ist natürlich dumm, der flasht und bleibt einfach hier oben stehen, weil er ein Trottel ist. Aber sie geht mit ihrem Elementsprung, ja, sie kann ja so einen kleinen Elementsprung machen, mit dem geht sie wieder hoch. Und was uns jetzt auffällt ist, dass sie wieder Q macht jetzt hier. Das war wieder eine Q, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, die Q hat super wenig Cooldown, das ist wahrscheinlich Late Game. Wird so 3 Sekunden haben und passt sehr gut zum Spielziel. Denn sie ist ja eine Art AD-Assassine. So, wie haben wir die Wasserversion? Gegner wird geroutet, sie macht, springt durch die Gegend. Ja, jetzt macht sie wahrscheinlich ihre E, Flash, E, ne, das war nochmal, da haben wir wieder gesehen, war wieder die Q, also es hat wirklich so 3 Sekunden, sehr, sehr wenig Cooldown. Hier, das finde ich super cool, das ist super cool, ne, sie wird einfach hier, wie so ein Ultra-Assassin, guck, das ist ja unsichtbar, das ist so cool, und wieder eine Q, das ist so cool, wirklich, das ist so cool. Jetzt haben wir nochmal Erde, hatten wir gerade jemanden, achso, ne, das ist alles. Ja, hier passiert hier noch irgendwas Cooles, sie wirft die Q, verfehlt die. Macht hier nochmal Unsichtbarkeit. Hier nochmal ein bisschen Wasser. Das sieht aber auch echt. Das sieht. Schöner Champion. Da habe ich richtig Bock. Ich werde Quinoa main. Hier kommt die Ultimate. Sie springt weg. Ultimate. Okay, also in dem. Also defensiv gesehen ist die Ultimate richtig gut. Du schiebst den Gegner nach hinten. Er will zu dir laufen. Und läuft halt komplett durch die Shockwave. Aber. Normalerweise ist man ja selber der Aggressor. Und wenn der Gegner jetzt weglaufen würde. Also okay, sie scheint geslowt zu sein, muss man sagen. Sie scheint wirklich verlangsamt zu sein, also man kommt nicht giga einfach raus. Aber wenn man etwa, also man könnte, glaube ich, einfach raus flashen, dashen. Ne? Wenn du wirklich davon getroffen wirst, flash, dash, blink, dann bist du halt weg, glaube ich. Na, hier nochmal eine Ultimate. Das ist halt so cool, ne? Sie macht es einfach hier komplett überall. Zack, hat's den Jace erwischt und geht komplett rum. Na hier, das ist jetzt die Frage, ist das nur eine Animation oder kann sie wirklich durch diese scheiß Wand da durch? Ich glaube, das kann sie nicht. Vielleicht geht aber ihre E wirklich durch Wände durch. Das heißt, dass sie Wände kaputt macht. Ich meine, sie hat einen fucking Wändezerstörring. Aber was dagegen spricht ist, wenn sie das wirklich könnte, ich weiß nicht, wie es bei Ohren ist, aber dann müsste die Wand ja genau jetzt weggehen, oder? Ich glaube, das ist nur Animation und Fuchtelei. Frage ich mich dann natürlich, warum sie das einbauen, aber die Wand steht halt immer noch. Normalerweise, wenn ein Skillshot weggeht, ist er doch überall instant weg, oder sehe ich das verkehrt? Ja, super cool. Ich werde, vor allem, wie gesagt, das Ironische ist, wirklich ironische Story, ich habe Riot drunter geschrieben, hey, cooler Champion, richtig cool gemacht. Was ich mir mal wieder wünschen würde, ist ein AD-Assassin in der Mitte, hätte ich richtig Bock drauf. Und ich dachte, das wird so ein Magier, so ein, sowas wie Talia, so ein Jungle Mage, also keine Ahnung. Und so AP, alles. Und ja, keine Ahnung, dann habe ich halt geguckt, irgendein Red Mercy Video und der meint, ja, each and everyone, hallo, welcome, ihr AD-Assassin. Und ich denke mir, oh, scheiße, ist das peinlich, ey. Da ist ein AD-Assassin und du fragst, ob die nur einen neuen bringen. Ja, ey, also ich kann, also ich stell's mir richtig, richtig cool davor. Macht richtig Bock, sieht super geil aus. Ich bin jetzt schon verliebt. Ist so eine Amazona, erinnert an Xena, so ein bisschen, finde ich. Ihr könnt mir übel gerne eure Meinung in die Kommentare droppen. Was ist das geilste Element? Wer wird Quinoa Main? Wie werdet ihr euch nennen? Ich sehe mich da komplett. Tschüss.